Was für Themen haben wir? Na dann mal los. Ja, und schon haben wir die Einstellung auch wieder richtig gemacht. Herr Hoffmeister auf der rechten Seite. Eigentlich muss er auf die linke Seite. Warte mal, ich mache das mal einfach so. Ne? Plus, plus. So, jetzt ist es wieder der gewohnte Blick. Ein bisschen später. Intro länger laufen lassen. Technische Schwierigkeiten. Aber so ist das halt. Was willst du machen? Wir sind hier glücklicherweise bei schönem sonnenstrahlendem Wetter. Sonne im Rücken, so muss das sein. Immer schön Gegenlicht produzieren. Herr Hoffmeister ist auf seinem Minigolfplatz. Wie sieht es da mit der Schneelage aus? Auf jeden Fall. Noch ist es grün. Es gab nur ein bisschen Schneeregen. Mal sehen, wie es die nächsten Tage so weitergeht. Sind wir schon freudig aufgeregt, weil in 2 Wochen um diese Zeit sind wir ja quasi in Rovaniemi beim Weihnachtsmann. Wir haben Audienz. Ja, da sind wir schon sehr aufgeregt und die Angst vor der Route ist natürlich ständig und immer vorhanden. Ja, aber das mit der Route, das ist ja, du magst das, ja, deshalb ist das für mich halt jetzt nicht so wirklich, ja, also naja. Ich weiß es nicht. Deshalb, also. Sollte man nicht weiter drauf eingehen. Nö, aber es sind dort im Moment minus 12 Grad, nur dass man sich mal thematisch drauf einrichtet. Und es wird eher, ehrlicherweise, noch ein bisschen kühler und frischer werden. Deshalb die Standheizung mitnehmen. Ja. Und so wie ein mitreisender Kollege sagte, für die Frau noch die Polarjacke kaufen bei Amazon. Das ist natürlich wichtig, wenn man einen Prime-Account hat. So, dann sollten wir jetzt... Sollten wir mit einem Thema anfangen, was wirklich auch schwierig ist für uns alle, höhere Sicherheitsgebühren. Ich meine, es sind zwar nur 5 Euro, aber wie ist die Lage so, Herr Kapitän Hoffmeister, mit den Sitzanschnallzeichen? Tja, naja, also höhere Gebühren, genauso wie höhere Steuern, das ist eigentlich nie etwas, wo man Hurra schreit. Wenn dann tatsächlich aber diese Gebühren genommen werden müssen, um die Sicherheit, vielleicht auch die Zäune und die Einfahrten besser zu schützen, dann mag das gerechtfertigt sein. Auf der anderen Seite wissen wir oder hoffen wir natürlich auch auf neue Scanner überall an den Flughäfen, damit wir irgendwann halt auch mal wieder etwas mehr als die berühmten kleinen Packungen mit in den Flieger nehmen dürfen, weil der Scanner dann genau sieht, das ist tatsächlich Shampoo, das ist tatsächlich eine Hautpflege, die Hautpflegecreme Allegris, wenn man die dabei hat. Ja, kein flüssiger oder halbflüssiger Sprengstoff. Naja, auf der anderen Seite, alles wird teurer, die Inflation ist da. Da kann man zumindest im Ansatz dafür Verständnis haben, dass es etwas teurer wird. Schön ist es natürlich nicht, weil ja, insgesamt wird Fliegen halt dann teurer. Ja, also die ehrliche Antwort ist jetzt, ich sage jetzt mal so, ich glaube nicht, dass bei den Leuten ein Flug wegen 5 Euro scheitert. Aber das erklärt natürlich auch, warum Ryanair keinen Bock drauf hat, weil so ein, wenn du so ein 9-Euro-Ticket hast, dann stellst du schon fest, dass die Sicherheitsgebühren etwas höher sind als das, was das Ticket kostet.
Was in meinen Augen übrigens richtig ist, davon ganz abgesehen, dass die Ticketspreise nicht so niedrig sein dürfen. Ja. Die andere Sache ist natürlich auch relativ interessant. Hier in Helsinki zum Beispiel, anfangs durftest du ja durch die Sicherheitskontrolle mitnehmen, was du wolltest an Flüssigkeiten. Aber auch die Scanner haben ihre Grenzen. Deshalb hat man jetzt das Limit auf 2 Liter runtergesetzt. Wobei das auch kein Schwein kontrolliert, weil du kannst rein theoretisch ja pro Tasche 2 Liter reinpumpen. Ja. Das ist halt so. Also die neuen Scanner sind schon geiler Scheiß, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Da gibt es nichts. Und Finnland hat übrigens auch eine Aber Sache, die recht spannend ist, die finde ich. Du gehst durch den alten magnetischen Torbogen und wenn der piept, ja. dann gehst du erst in den Nakometer. Okay. Das hat Das natürlich ist den nicht Sinn, schlecht. ja, weil so oft, wie ich in Frankfurt Stau habe am Nakometer, finde ich das mit dem Torbogen eigentlich eine geilere Lösung. Und in Amerika wird das übrigens bei Global Entry, wenn, da hast du ja auch diese TSA Ja. Pre-Approved, hast du genau dasselbe Spiel. Das heißt also, Das du stimmt. gehst in den USA durch den alten magnetischen Torbogen. Und das ist wesentlich schneller, logischerweise. Ja, absolut. Nein, absolut. Wobei ich sagen muss, 2 Liter schon mal mit durch die Sicherheit zu nehmen, ist natürlich schon mal besser als der kleine 1-Liter-Beutel hier vor Ort, ne? Aber Aufgeteilt in 10, effektiver. aber nur aufgeteilt in 10 100 ml. Das heißt also, da kann ich aus dem Sicher, Lidl die natürlich. 2 Liter-Flasche im Angebot mitnehmen. Da bei dir muss Ja. ich erstmal die halbe Flasche in 10 100 ml umpumpen. So sieht das nicht aus. Aber richtig, in den USA ist das tatsächlich, gerade wenn du da TSA pre-checked bist, eine wunderbare Sache. Es geht da ja ohnehin schneller, weil man dann in den USA ja auch sein Laptop, sein iPad, alles im Handgepäck lassen kann. Du musst da dich nicht nackig machen, weil du kannst den Gürtel anlassen und deine Schuhe. Und das geht natürlich wesentlich fixer. Und ich weiß nicht, wie sensibel die Dinger da eingestellt sind, aber man ist ja vorher durchleuchtet worden und hat sozusagen bescheinigt bekommen, dass man guter Junge ist. Denn man kann da relativ viel Metall durch den Metalldetektor durchschleppen, ohne dass es piept. Also insofern, das ist schon super praktisch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie war das in Deutschland bei dem CT-Scanner? Also in Helsinki kannst du alles drin lassen. Da schmeißt du einfach die Tasche drauf und zack. Wie ist das in Deutschland? Musst du da ein Notebook rausholen? Nee, ne? Da kannst du auch drin lassen bei dem CT-Scanner. Das weiß ich nicht. Also bis jetzt, überall, wo ich in Deutschland bislang durch die Sicherheit musste, immer Elektronik, Laptop raus. Aber du weißt ja, ich starte ja meistens vom Weltflughafen Hannover. Und wenn ich da eine Menge Elektronik dabei habe, noch Kamera und dergleichen, Ladegeräte, dann, ja, hier, wie nennen sich die Dinger? Akkus. The Power. Powerbank. Powerbanks, da muss alles rauf und weiß ich nicht, ich bin auch oder die sind da auch immer so erpicht drauf, da wird dann auch immer der berühmte Abstrich gemacht und geschaut, ob es Sprengstoff ist. Also man gibt sich da immer das ganze Programm. Naja, ist ja zu unserer Sicherheit. Richtig, richtig, richtig. Wobei eine Sache, die fiel mir gerade noch auf, war, dass ihr jetzt schreiben könnt unten, wie das in Deutschland ist. Ich habe es echt nicht auf Kette. War ich in München? Nee, ich bin in München immer im alten Terminal gegangen. Da haben die keine CT-Scanner, zumindest nicht in dem Bereich, wo Finnair ist. Oder andersrum, in dem Bereich, wo Finnair ist, wo ich nie reingehe, da haben sie Scanner, aber ich gehe immer den ersten rein. So ist es richtig. Könnt ihr ja mal reinschreiben, wie es da ist. Ich habe es auch vergessen, wie es in München mal war. Deshalb, aber wir haben ja schon die ersten Fotoaufnahmen von den neuen Protonenstrahlern aus Frankfurt. Ich glaube, Olschei hatte das geschickt. Danke nochmal dafür. In Frankfurt, da wurde gerade eine Fotosession gemacht, wie die neuen Scanner sind. Wo wir bei neuen Scannern sind, sind wir auch bei neuen Schriftzügen für neue Landebahnen. Und zwar bei den Freunden in Innsbruck ist das ja so gewesen. Die sind anscheinend, also so wie sich das anhört, morgens wach geworden, gucken so mit ihren verträumten Augen durch ihr Fernglas und sehen auf der Landebahn Ben Private Jets.
Ich meine, wenn man jetzt, also die Kronenzeitung sagt 60 mal 60 Meter, die Landebahn hat nur eine Breite von 45, aber immer noch, auch wenn es halt 45 mal 45 wäre, ist das ja jetzt nicht so in dem Bereich, wo man sagt, das wäre eine Dekorverzierung für jemanden, der filigran arbeiten mag. Das ist schon massiv. Also stell dir mal vor, bei dir vor der Haustür 45 mal 45 Meter steht Mario H. oder so. Das wird sie ja auch direkt merken. Ja, ich denke schon. Mir ist allerdings immer noch ein Rätsel, wie man sowas dort installieren kann, ohne dass davon jemand irgendetwas mitbekommen hat. Ja, also irgendwie einen kleinen Aufkleber hinzukleben, das ist ja eine Sache. Aber so einen gigantischen Schriftzug zu installieren, Wahnsinn. Ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Da fragt man sich natürlich auch immer, wie es so um die Sicherheit an den Flughäfen bestellt ist, ne? In Amerika gibt es ja dafür einen geilen Begriff, Your Tax Dollars at Work. Und also ich Ja. meine, aller Liebe, aber wenn du so einen Flughafen hast, ja, sorry, aber that is not security, my friend. That not, Of course no. not. Also ich fand es erschreckend und wie gesagt, was mich am meisten schockiert hat, ist, dass man die einfach gewähren lässt. Und was ich halt Ja. auch. Wenn man das auch so jetzt im Nachgang so richtig wirklich sich den Gaumen runterlaufen lässt, ja, überlegt, als der Kollege, der Entführer da kam und sich da unter die Türkenmaschine stellte, dann riefen sie alle, ja, wir müssen die Sicherheit erhöhen, wir müssen die Sicherheit erhöhen. Aber wenn so ein paar Klimaaktivisten, Terroristen da die Landebahn besetzen oder, ich meine, jetzt das zweite Mal das Brandenburger Tor bekleckern, dann schreit niemand nach Ja. Konsequenzen. Ich meine, Leute, was ist bei euch kaputt in Deutschland? Absolut. Wenigstens hat ein bayerisches Gericht die Klimakleber als kriminelle Vereinigung jetzt bezeichnet und tituliert, was auch völlig richtig ist. Also das ist meines Erachtens Sachbeschädigung. Ich habe keine Ahnung, ob es da juristische Abstufungen gibt, aber das Brandenburger Tor, das kostet ja richtig Geld, die müssen dafür blechen. Und wenn sie das nicht können, würde ich sagen, alternativ halt dann in Haft gehen, ne? Also es kann ja nicht sein, dass du als Normalsterblicher hier wegen jeden Furz und Feuerstahl sofort Bußgeldbescheide bekommst, wenn du nur ein bisschen zu schnell fährst oder den Abstand auf der Autobahn nicht einhältst, da kriegst du aber sofort die Härte des Gesetzes zu spüren. Wenn du allerdings da gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr machst, Baudenkmäler beschädigst, dann ist das alles irgendwie Folklore. Das kann irgendwie nicht sein. Also weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir uns auch mal auf die Straße setzen, den Verkehr aufhalten und sagen, wir fordern die Abschaffung der Luftverkehrssteuer. Weiß ich nicht. Warum sind deren Anliegen berechtigter als die unsrigen? Ja, also ich finde immer, man sollte immer den Test machen, dass wenn Leute irgendetwas sagen, dass sie die Gruppe, die sie gerade durchbeleidigen, eventuell mal ersetzen durch eine andere Gruppe, und dann meinen, Ja. ob das immer noch so top klingt. Und ich meine, ich finde das ja auch richtig, diese Carla Hinrichs oder wie die Schnarze da heißt. Also die haben ja alle so eine weinerliche Stimme und so ein Furchtbar. Leidensdruck. Ich weiß gar nicht, reden die normalerweise auch so oder ist das etwas, was die machen, damit das dramatischer klingt? Also ist das auch War Folklore? wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also meines Erachtens brauchen diese ganzen Endzeit-Sekten einfach einen guten Psychotherapeuten, meines Erachtens. Also die Welt, dass dauernd die Welt untergeht, das ist ja nervig. Es ist einfach nur noch nervig. Es ist halt tatsächlich eine Sekte. Es hat ja mit der Realität, die uns versuchen zu verkaufen, überhaupt gar nichts zu tun. Ja, das ist so. Also bevor wir wieder das Thema abschweifen, lass uns an Ja. den Brandenburger Flughafen gehen, der sich Berlin-Brandenburg nennt oder wie auch immer. Ich weiß es jetzt nicht genau. Es ist auf jeden Fall so, dass der Flughafen eine Magnetschwebebahn bekommt. Eine gute deutsche Kommen soll. Technologie, ja, kommen soll. Richtig, danke für die Korrektur.
Wobei es ja jetzt einen Flughafen gab, der 27 Jahre brauchte, ich glaube Moldawien oder irgendwo war das. Ich hatte es schon wieder verdrängt, dass der Berlin den Titel abgenommen hat. Ich meine, das ist aus einem guten Emsland, das ist ja bei dir quasi um die Ecke aus Goslar. Eigentlich schon, ne? Ist ja dann quasi so. Jo. Ich meine, seit wann fährt die Magnetschwebebahn in Shanghai? 2001, 2000, also. Ja, schon ein paar Jahre fährt die da. Aber das Problem ist ja, dass Berlin ja schon mal so eine Magnetschwebebahn hatte, die M-Bahn, die dort allerdings nicht am Flughafen, die ich weiß nicht mehr wo, aber man hatte ja vor Jahren schon einmal so ein solches Projekt mit einer Magnetschwebebahn, die dann Entschuldigung, die dann kurze Zeit später, ich glaube, die ist nie in Betrieb gegangen. Zumindest nicht in Dauerbetrieb. Ich weiß nicht, was man jetzt vorhat, was man da jetzt machen möchte. Die paar Kilometer, ich weiß nicht, welchen tieferen Sinn das bringt. Und wenn wir Berlin kennen, das Ding ist doch fertig, wenn wir lange 2 Meter unter der Erde liegen und wahrscheinlich schon vergammelt sind. Ja, also das eine, was mich so ein bisschen, also ich finde Magnetschwebebahn finde ich ein cooles Konzept, weil es auf einer eigenen Trasse ist, weil dann hast du Ja, halt nicht ohne dieses Frage. Problem. Weil das ist ja, glaube ich, das, warum unser ICE-System auch krankt, dass du dann halt einen Güterverkehr vor dir hast, dass du irgendwas, also das heißt, dass die sich die Trasse da teilen. Und so hast du halt wirklich etwas, was nicht teilbar ist, da kann keiner kommen, du fährst über alles drüber, also nicht drüber drüber, sondern einfach oberhalb des Verkehrs. Und dann die andere Geschichte, 5 Kilometer. Wie weit bist du von Berlin-Brandenburg Flughafen mit 5 Kilometern? Da bist du, wo bist du denn da? Bist du überhaupt in Berlin schon? Nee, wahrscheinlich an irgendeiner S-Bahn-Station oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber das ist ja dann Also, für den Arsch. ja, deswegen verstehe ich das auch nicht, was das soll. Also, du musst ja dann auf jeden Fall wieder umsteigen irgendwie, weil, außer du wohnst da zufällig, werden aber wohl die wenigsten. Also, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Das ist nicht wie in Niedersachsen mit unserem großen alten, wie hieß er nochmal, hier der Vater von Flinten-Uschi, EA, wie heißt er nochmal, Ernst Albrecht. Albrecht, ja, Ernst Albrecht, genau. Gibt's den überhaupt noch? Nee, der ist schon verstorben, leider. Ja. Weil ich hatte ihn mal in Hannover kennengelernt, in der Luisenstraße mit seinem Auto mit dem Kennzeichen HEA 100. Da hat er die Müllwerke angeschissen, warum die ihm den Weg versperren. Vom Luisenhof. Aber worauf ich hinaus will, der hat sich ja auch die Autobahn aus Hannover bis nach Burgdorf gebaut. Und genau da, wo seine Hütte ist, war dann die letzte Ausfahrt. Man Ja. erinnert sich. Du, da ist aber nicht der Einzige. Wenn es um Autobahnneubauten, Sanierungen gibt, da haben dann mit einmal gab es mit einmal Abfahrten, wo man sich fragen muss, welchen Sinn macht das? Der Sinn war, dass da in der Regel ein paar Kilometer weiter ein Bundestagsabgeordneter gewohnt hat, Echt? der dafür gesorgt hat, dass da eine Autobahnabfahrt hinkommt, damit man, ja, damit man ein bisschen schneller auf die Autobahn kommt und nicht so große Wege fahren muss. Ist ja auch eigentlich sehr umweltfreundlich, ne? Gut. Der BGH hat jetzt endlich mal geurteilt, Fluggast hat Anspruch darauf, schnellstmöglich anderweitig befördert zu werden. Also, dass diese langweilige Diskussion immer wieder aufkommt, ja, wir haben keinen Sitzplatz auf Meilen, wir haben kein Dings. Warum dauert so ein Quatsch immer so lange? Ja, das ist eine gute Frage, aber schön, dass es jetzt mal geklärt ist. Es ist ja schon, aus eigener Erfahrung weiß ich das, immer schon sehr ärgerlich, wenn man dann irgendwo sitzt und man möchte gerne zu seinem Zielort, sei es in den Urlaub, sei es zu einer Destination, wo man dienstlich hin muss, oder halt immer auf dem Weg zurück nach Hause. Und dass dann, ja, dass man da immer diese unnötigen Diskussionen hat, halte ich für schwierig. Und insofern ist es eigentlich mal ganz gut, dass dieses Urteil erstritten worden ist.
Ja, wohl wahr, aber ich hoffe, dass die Fluggesellschaften sich auch dran halten, wo wir gerade bei Gericht sind. 18. Januar, Mario, Stegstammtisch in Frankfurt. Ist ein Ja, Donnerstag, ich weiß. ist ja ein Donnerstag. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber du bist ja schon morgens dann dran, Ich habe um 12 Uhr Termin, ne? und ich hoffe ja auch, dass Leute mit Bannern im Gerichtssaal sitzen, wo drauf steht, befreit Lars. Ja, natürlich. Was natürlich auch nicht erlaubt ist, aber egal, wir machen Ja. das einfach. Ja, ich denke mal, dass wir ein bisschen Spaß und vielleicht kommen wir damit auch in die Bildzeitung. Aber Dr. Böse wird auch vor Ort sein. Er wird abends beim Stammtisch dabei sein. Und wir können ja auch Zwischenaudienzen mit ihm vergeben. Insofern schauen wir mal, was da passiert. In Katar passieren Dinge, die man durchaus als irritierend oder befremdlich in einem mitteleuropäischen Kontext setzen kann. Wusstest du, ich meine, du benutzt ja Feuchtigkeitscreme und offensichtlich Natürlich. hast du da ja auch einen gewissen färbenden Faktor drin. Was? Donald Trump. Wie ist eigentlich dein deutscher Name gewesen? Wird er dann da Donald, wie übersetzt denn Donald? Donald ist Donald in Deutsch? Nee, du musst da. Nee. Ja, sicher. Donald, ja, ist auch Donald Duck, Donald. ne? Ja. Donald Trump. Ja, okay. Trump. Er benutzt ja Feuchtigkeitscreme mit orangem Farbton. Ja, sehr offensichtlich. ja, in Katar reicht das ja dazu, dass man dann der Prostitution nachgeht als Nachweis. Ist das bei euch in Goslar auch so einfach? Ja, das ist natürlich ganz genauso. Sobald man Feuchtigkeitscreme als Mann benutzt, die dann auch noch einen ja, Tönfaktor hat, weiß man natürlich komplett unten durch. Der Witz an der Sache ist, ich weiß gar nicht, wie man sowas feststellen kann. Also gut, bei uns vielleicht schon. Wir haben ja doch einen sehr hellen Teint, aber Teint, es glaube gibt ich, ja heißt auch das. Teint in Bevölkerungsgruppen. Niedersachsen. Ja, genau. Es gibt ja auch Bevölkerungs- und Menschen, die von Natur aus ein bisschen dunkleren Teint haben. Du Und meinst mehr wie man dann Pigmente? feststellt, genau. Mehr Pigmente bis hin zu maximal pigmentiert. Da ist halt die Frage, wie man dann feststellt, dass dort ja jemand eine getönte Feuchtigkeitscreme hat und dass diese getönte Feuchtigkeitscreme dafür spricht, dass man einen anderen Beruf nachgeht als den eigentlichen, nämlich den des Flugbegleiters. Also da zeigt sich zumindest, dass diese Länder da doch zwar gute Fluggesellschaften haben, aber gesamtgesellschaftlich irgendwie, naja, sage ich mal, rückschrittlich sind. Wenn man das jetzt nochmal für sich Und ja. runterkondenst, ja, ist doch die Frage eigentlich, kann man mit solchen Fluggesellschaften fliegen? Weil ich sage jetzt mal was. Man nimmt ein Zitat von jemandem, ja, und setzt dieses Zitat nicht in einen Kontext. Dann macht man sich ja dieses Zitat zu eigen. Heißt also ergo auch, in dem Moment, wo ich mit einer Fluggesellschaft fliege, die ja eine Regierungsfluggesellschaft ist, egal wie, kann man auf Aeroflot, kann man auf Emirates, kann man auch rein theoretisch auf Lufthansa beziehen, obwohl sie keine Staatsgelder mehr sind. Aber trotzdem, dass man das System unterstützt. Und die Frage ist, kann man mit solchen Fluggesellschaften, mit unseren moralischen hohen Ansprüchen, eigentlich noch fliegen? Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir haben ja, das gilt ja auch für nicht nur für den Bereich. Wir wissen ja auch, dass diese Länder sich gerne große Sportereignisse ins Land holen, Das kommt um danach, Herr da Hoffmeister. auch Das kommt danach. nicht, um sich so ein bisschen ja gut, positiv oder wie auch immer darzustellen. Also eigentlich nicht. Also man kann auf der einen Seite, außer es ist einem egal und sagt, ja, was die da machen, das sollen die mal machen.
Wir haben ja genug Alternativen. Eigentlich müsste man sagen, nee, komm, hier als aufgeklärter Europäer machen wir so einen Scheiß nicht mit und unterstützen das nicht. Und insofern, für mich kämen die eher nicht in Frage. Und ich glaube, wir sind nicht zwingend darauf angewiesen, nicht? Es gibt meistens immer noch eine Alternative. Aber ja, insbesondere von Katar wissen wir ja auch aus dem Land, die sind alle nicht so ganz ohne da, ne? Und insofern fliegen wir dann Ja, lieber Emirates. ehrlicherweise sind wir ja auch schon direkt beim nächsten Thema und das hast du ja auch angeschnitten mit der FIFA-Geschichte. Ich weiß ja, du bist ja Bayern München-Fan. Oh, bitte. Ich bitte Ihnen. Ich bitte Ihnen. Ich danke Ihnen. Auf jeden Fall. Da haben ja die Mitglieder Katar rausgewunken und haben gesagt, wir wollen dein Geld nicht. Die FIFA hat gesagt, wir wollen dein Geld, damit wird die Weltmeisterschaft, ich muss ablesen, ich habe das schon wieder vergessen, 2026, 2030, nachdem die ja in 22, also eigentlich 23, das war ja irgendwie so Winterveranstaltung, da ein Fest gefeiert haben und dieses Sportswashing machen. Und damit dürften wir dann auch nicht mehr den Fußball unterstützen. Und die FIFA ist ja eigentlich eine korrupte Bumsbude, ne? Aber das wissen wir ja eh. Ja, ich wüsste kaum eine Organisation, außer die Mafia, die korrupter wäre, ja. Also ignorieren und sagen, ja, das ist so, wir nehmen das Geld oder... Tja, Geld regiert die Welt. Also, das Problem ist, das ist ja auch das Geheuchel, auch bei der letzten WM an der deutschen Nationalmannschaft, wenn man dann so da sich, weiß ich nicht, da hinstellt, sich den Mund zuhält oder weiß ich nicht was, oder mit irgendwelchen Binden aufläuft, da Armbinden mit Toleranz. Leute, also gibt zwei Dinge. Entweder ihr spielt Fußball und nehmt das hin, dass das dort stattfindet, oder aber ihr seid, was völlig in Ordnung ist, ihr seid moralisch und verurteilt das alles, dann fährt man aber gefälligst nicht hin. Beides geht nicht. Also ich kann nicht da hinfahren, Fußball spielen und so ein bisschen auch wie die peinliche Innenministerin dann da auf der Tribüne sitzen mit so einer Binde, die ja nun zumindest rein optisch, da wo sie saß, auch an Deutschlands dunkelste Zeiten erinnert. Und da die Toleranzministerin geben, das ist doch alles fade Symbolpolitik. Also entweder meine ich das ernst, dann fahre ich nicht hin, auch als Mannschaft nicht, oder ich sage, Sport ist Sport und Politik ist Politik. Wir machen jetzt hier Fußball, aber beides funktioniert halt nicht, und da macht man sich meines Erachtens komplett lächerlich. Gut, dann haben wir das einmal kurz besprochen, die politische Situation aus Sicht von Vielfliegern. Dann haben wir wieder ein Thema, was uns natürlich als 380-Liebhaber innen und außen immer wieder befeuert und befreut und erfreut. Airbus A380 lebt bei vielen Fluggesellschaften länger, als man dachte. BA geht hin und investiert auch in die First und Business Class. Und zwar richtig Knete, weil das kostet ja richtig Geld. Emirates bezahlt 1,5 Milliarden, um seine Flotte bis 2040 in der Luft zu halten. Und das sind dann natürlich Fragen, warum, also machen die anderen Fluggesellschaften einen Fehler? Machen die anderen Fluggesellschaften was falsch? Sollte Lufthansa auch alle 14 wieder einflotten? Und ich verstehe es einfach nicht, weil das Flugzeug war doch eigentlich zu teuer und alles. Warum haben die alle jetzt darauf Bock? Tja,
Ich weiß nicht, ob die darauf Bock haben, aber zumindest bekommen sie halt auch wie Lufthansa keine Alternativflugzeuge. Also ist man ja quasi dazu gezwungen, den A380er weiter zu fliegen. Und scheinbar, bei der Lufthansa ist es ja auch so, kriegt man das Ding voll. Und es gibt ja genug Fans. Jetzt haben alle Angst, dass das Ding nicht mehr fliegt. Jetzt will jeder unbedingt nochmal A380 fliegen, scheint mir. Und ja, dass auch British Airways da ordentlich investiert. Die waren ja, glaube ich, auch mit die Ersten, die den wieder zurückgeholt haben. Ne? Die Einzigen, die ihn komplett haben links liegen lassen, sind unsere Eierfranken. Da sind also wahrscheinlich einige noch günstig zu bekommen, wenn man ein paar haben will. Was man der British Airways nur wünschen kann, dass sie im Gegensatz zur Lufthansa einen Zollstock und eine Waage haben und über die Spezifikationen ihrer Flieger Bescheid wissen. Nicht, dass am Ende irgendwie auch im ersten Stock der Business-Class-Sitz nicht reinpasst, weil er zu groß, zu schwer, zu weit, ich weiß es nicht, was ist. Zu Allegris ist. Genau. Aber es soll ja Fluggesellschaften geben, die denken vorher, messen aus, wägen ab, schauen sich nochmal die Spezifikationen der einzelnen Flugzeuge ab. Und dann läuft das. Ist eine komplexe Sache, kann ich verstehen. Für manche Fluggesellschaften ist es ja auch schon zu komplex, eine Cola während der Corona-Zeit zur Verfügung zu stellen. Jost, wir danken dir für diesen Kommentar. Er wird uns ein Leben lang begleiten. Ja. Da sind wir auch schon wieder beim Thema Lounge. Und der Österreicher hat sich dazu entschieden, die Lounges zu renovieren, was absolut tipptopp ist. Da fällt mir noch mein Ohrhörer aus dem Kopf. Und die schließen aber alle Lounges im Schengen-Bereich. Ja, das finde ich äußerst pikierlich und es gibt auch keine Alternative, ne? Nee, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Also, dass mal renoviert wird, ist ja in Ordnung. Meistens ist es dann so, dass irgendwie ja, so Teilrenovierungen gemacht werden. Erst die Business Class Lounge, dann die Senator Lounge. Und während der Zeit ist es halt in der anderen dann etwas voller, weil alle dahin umgeleitet werden. Alle zumacht, um sie zu renovieren und man überhaupt keine Alternative hat. Das finde ich auch sehr sportlich, muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, ich kann es nicht verstehen. Zumindest nehmen wir an, ist ja die Priority Pass Lounge oder wie auch immer die heißen mag. Ich glaube, die wird vom Flughafen betrieben, genau wie die neue Vienna Lounge oder wie die heißt. Also da sollte es zumindest Zugang geben, alternativ, aber gut, das ist wohl anscheinend zu teuer. Wir schauen mal, wie das Geld dann investiert wird in die Lounges. Weiter geht es mit der Green Lounge. Und zwar bei der Green Lounge. Das Projekt hat man jetzt irgendwie auf Eis gelegt oder gestoppt oder will es überdenken. Da hat man sich auch irgendwie mit dem Zollstock und der Wasserwaage vertan. Man ist wo, also so wie es Ja. aussieht, ist das Ding zu klein konzipiert. Wobei die Frage ist jetzt mal, du bist ja Geschäftsreisender, du bist ja in der Firmenpolicy drin. Glaubst du, dass viele deiner Kollegen diese Green-Tarife kaufen, weil die Firma sagt, hey, wir wollen so grün sein? Oder werden die Dinge gekauft, weil Mir ist jemand das sagt, nicht. ich krieg 20% Statusmeilen? Also ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, weil ich glaube nicht, dass, ich bin mir sogar sicher, das Reisebüro, das für uns die Flugreisen bucht, wenn es um Fernreisen geht, wäre mir nicht bekannt, dass die von sich aus dort diese Tarife buchen, sondern ja, eigentlich immer irgendwie den günstigsten, weil geht ja darum, dass man relativ viele Mitarbeiter von A nach B bekommt und das jetzt nicht zwingend ja, für einen horrenden Preis. Insofern kann ich mir das nicht vorstellen. Wer da selber bucht, ja, für den mag das so zutreffen. Aber mir ja, werden natürlich unbedingt da die Meilen brauchen. Der schlägt da gegebenenfalls zu. Also Also ich kann es nur von unseren Kunden aus sagen,
die Firmenreisebüros haben. Firmenreisebüros machen immer billigstes Ticket, also billig, Ja. es billig es möglich. Und vor allem auch, wenn es Business Class ist, erst ab 6 Stunden oder ab 8 Stunden Flügen, solche Sachen. Heißt also, dass es da Abstufungen gibt und die werden Teufel tun, dann nochmal ein paar hundert Euro auf den Tisch zu knallen, nur damit sie ökofreundlich sind. Ja. Das halte ich für merkwürdig. Und die Leute, die bei uns halt die Ökotarife buchen, das sind die, die halt schneller zum Hon oder zum Zen noch wollen am Ende des Jahres, weil 20% und einige Strecken haben 100% mehr Bonus. Das Das bringt ist, natürlich was. ja klar, das bringt was. Und dann ist der Preis auch in Relation, weil wenn du die Ratio siehst bei 100%, da brauchst du nicht drüber nachdenken. Nee. Aber ist halt schwierig. Dann haben wir noch ein Thema, was auch ist, die lustige Meloni. Die hat sich, glaube ich, hat ihren Macker rausgeschmissen, ne? Aber das ist ja nicht unser Thema. Und der Bundes-Olaf haben sich ja getroffen und wollen jetzt Feuer unterm Arsch machen bei der EU. Und zwar in Bezug auf ITER. Meinst du, da passiert jetzt was? Tja, also bei der italienischen Ministerpräsidentin kann ich mir das wohl vorstellen. Bei Olaf, wer Führung bestellt, bekommt Führung eher nicht, weil wir wissen ja, dass dieser Satz ungefähr so sinnvoll ist wie die Rente ist sicher oder so. Ich weiß es nicht. Also ich glaube auch, dass der Bundes-Olaf im Moment andere Probleme hat. Aber nichtsdestotrotz, schön wäre es natürlich schon, wenn da ein bisschen der Druck erhöht werden würde. Wir hatten das Thema ja auch schon, dass die Gewerkschaften auch jetzt hinterher sind und diese Verzögerung seitens der EU, die ist natürlich schon nervig. Also kann man natürlich auch keine Geschäfte machen. Eigentlich sollte die EU ja die Wirtschaft unterstützen und nicht ausbremsen. Aber das Thema haben wir ja leider mit der überbordenden Bürokratie bei der EU immer wieder. Wobei der Bundes-Olaf, oder sollte man jetzt Führer, weil er ist ja Führer, also wer Führung bestellt, bestellt Führung, dann bist du ja Führer. Also ist das Sicher. Führer-Olaf. Ja, gut. Ihr könnt ja unten kommentieren, ob ihr jetzt meint, dass bei der ITER was schneller geht, oder ob wir da noch die nächsten Jahre darüber berichten werden, was da für Dramen sich abspielen. 37:28 und wir kommen zu dem Lieblingsthema von Mario, was er heute mehrfach angesprochen hat. Die Lufthansa ist mit dem Zollstock und der Wasserwaage nicht mehr ganz so vertraut, wie es sich gehört. Und nachdem die Gewichte der Wasserwaage geholt worden sind, um das alles nochmal auszugleichen, hat man festgestellt, dass die 747-8, 19 Stück hat man, kopflastig ist. Heißt also im Prinzip, liegt da dran, weil das Upper Deck ja länger ist, dass man sogar Gegengewichte im Heck einbauen müsste, so Wassertanks oder sowas. Man quasi anstatt, wie viel war das jetzt? 32 Business Class jetzt 23 einbauen möchte, glaube ich. Ja. Was soll man dazu sagen, ne? Kannst nichts zu sagen. Also, nein, das ist an Absurdität nicht zu überbieten. Wir hatten das Thema ja auch schon mal im anderen Zusammenhang. Man kennt doch Höhe, Größe, die Gewichtsverteilung, beziehungsweise das, was die Böden so tragen können. Man weiß, man hätte vorher ja auch einfach ausrechnen können, was wiegt ein Sitz, wie viele Sitze wiegen dann so und so viel Kilo und ist das fürs Flugzeug noch in Ordnung oder wird es dann zu kopflastig? Das hätte man eigentlich vorher alles wissen können. Und mir ist das schlechterdings ein Rätsel, dass einem das dann irgendwie so spät einfällt und auffällt, ist halt eine recht komplexe Sache. Ist halt nicht jeder Fluggesellschaft gegeben. Nichtsdestotrotz sollte man jetzt doch mal zeitnah anfangen, die Flieger umzurüsten, um nicht dann am Ende wieder die älteste Business Class von allen Premium-Carriern zu haben. Ich weiß es nicht. Also,
Eigentlich kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ja, was willst du dazu sagen? Also irgendwie, ja, ist das schon fast sinnbildlich. Und man darf ja nicht vergessen, wir sind ja alle große Lufthansa-Fans, aber das ist wie bei einer Fußballmannschaft. Man steht halt auch zur Mannschaft, wenn es mal nicht so gut läuft, genau. Aber ja, richtig, den besitze ich auch. Aber es ist halt schon ja, zum Kopfschütteln, ne? Was da so abgeht. Und zwei verschiedene Business Classes in einem Flugzeug wäre, glaube ich, auch ein Novum in der Luftfahrtgeschichte, ne? Oben alt, unten neu. Ja, also ich weiß nicht, was peinlicher ist. Und wenn man das so rechnet, wie du das gesagt hast, ist das für den Praktikanten natürlich ein Problem, weil es wird zu komplex, wenn man weiß, dass ein Sitz so viel wiegt, zwei Sitze so viel, drei Sitze. Rein theoretisch wäre der Ansatz gewesen, man weiß, wie viel Gewicht man oben reinpacken darf, teilt das einfach durch das Gewicht, dann weiß man, wie viele Stühle man einbauen kann. Dann wäre man So vielleicht ist es. thematisch auf 23,4 gekommen und hätte gewusst, oh Scheiße, das ist nicht 24. Also, ich finde es hochnotpeinlich, ich finde es merkwürdig, ich finde es schade und ich hatte ja letztens noch gelästert, dass man Allegris Kommunikation eingestellt hat. Das stimmt nicht ganz. Dr. Björn Becker, hallo Björn. Nochmal danke, dass du uns die Show gemacht hast bei Allegris. Ich fand das geil. Gab es jetzt auch für Partner plus Benefit und so weiter nochmal Einladungen, dass Björn da diese Sachen alle erklärt hat. Und man zieht das wohl anscheinend bei Hansens jetzt mit Allegris durch. Wir hatten das ja auch schon mal besprochen, ob man da nicht wirklich die Notbremse ziehen und sagt, komm, lass uns was komplett Neues machen. Lass uns jetzt noch mal ein Jahr wie heißt das noch mal, in innere Besinnung gehen und dann noch mal rauspoppen. Also Ah ja, nur wie lange soll das dauern, ja, eine neue Business Class da zu entwickeln? warum nehmen wir nicht einfach ein fucking Produkt von der Stange? Ich meine, jetzt mal unter uns Hausfrauen, da machst du halt ein paar Sehe ich auch Modifikationen. so. Jetzt mal unter uns, also die Lufthansa muss jetzt nicht alles neu machen. Und so gerne ich auch die Wugetzer Nase mag, also das ist dieser Brillenhalter von Ingo und alles, das ist alles toll, aber das kostet am Ende Geld. Und ich verstehe das aber nicht. Warum setzen wir das Geld nicht in das Produkt, der Sitz? Als solches, der ist ja relativ simpel zu gestalten, neu zu machen, ohne dass man da jetzt das Rad neu erfinden muss. Es gibt ja viele Sitze. Ich weiß auch gar nicht, wie man jetzt bei Air New Zealand weitergekommen ist, um diese Sleeperbett-Geschichte da auch implementieren zu können. Die haben da ja anscheinend ein Patent drauf. Das finde ich auch relativ spannend. Aber nun gut, lass uns da nicht weiter abwandern. Das ist Trauerspiel. So, 42,58 und zwar habe ich jetzt festgestellt, nicht bei uns hier, aber bei einem Gast und so weiter, also Kunden, die im Hotel gebucht haben, die geben keine Wasserflaschen mehr aufs Zimmer, sondern da kriegst du halt so eine wiederverwertbare Flasche und kannst sie dann an so einem Water Dispenser aufladen, hätte ich was gesagt, auffüllen. Ich trinke ja Mineralwasser. Das klappt ja schon gar nicht damit, weil das schmeckt ja dann wie Plörre. Ich habe das ja schon in Hotels, dass morgens beim Frühstück kein Wasser mehr in Flaschen angeboten wird, sondern dass sie so ein eigenes Brita-gefiltertes Wasser anbieten, was dann auch nicht mehr lecker ist. Wie findest du sowas? Ja, mal abgesehen davon, wenn ich auf Dienstreise gehe, dass ich mich nicht noch mit zusätzlichem Gepäck belaste, wie irgendeiner leeren Flasche, wo ich dann irgendwas auffüllen kann, halte ich das, sehe ich das genauso wie du relativ kritisch. Ich trinke zwar im Gegensatz zu dir stilles Wasser, aber ich finde schon ganz angenehm, wenn man da im Hilton kommt, ins Hilton kommt und man kriegt dann eine Wasserflasche gereicht, die, wenn ich sie dann in der Regel auch austrinke, einfach dort stehen lassen kann. Und ich weiß nicht, warum jetzt eine Pfandflasche so viel weniger ökologisch sein soll als diese komischen, ja, Dispenser dort. Also ich nehme doch nicht nur extra noch eine Flasche mit. Also ich find's daneben. Solange es Pfandflaschen waren, finde ich das eigentlich eine gute Sache.
Die sind dann versiegelt. Da weiß ich, das ist unbenutzt. Und ja, weiß ich nicht, ob sich nicht auch an diesen Dispensern irgendwie Keime bilden oder dergleichen, wenn da mal einer anfasst, nicht mal mit Absicht, sondern weiß ich warum. Und ja, also so lecker finde ich es dann nicht. Also was ich spannend finde, ist halt einfach, dass man uns diesen ganzen Quatsch immer als Umweltschutz verkauft. Auch jetzt in Ja. Hotels haben sich ja diese ganzen Pumpflaschen in den Badezimmern immer weiter. Das ist natürlich Kostenstelle, ist Geld sparen. Ja, also es hat mit, Sicher. also ich halte nicht, also dieser Umweltschutz mittlerweile, das ist immer so ein Feigenblatt, was man benutzt und sobald man das benutzen kann und dann merkst du auch schon, naja, das Argument ist jetzt nicht wirklich so prickelig. Ich bin nicht gegen Umweltschutz, nur damit man sich nicht missversteht, aber ich glaube einfach, dass in gewissen Bereichen es einfach keinen Sinn macht. Wie oft sind diese Pumpflaschen kaputt, leer oder sonst was? Ja, also wie oft habe ich mir die Haare mit normalem Gel gewaschen oder, wie heißt das, Waschgel, gewaschen, weil das Shampoo entweder leer war oder diese schon nicht mehr funktionierte. Also ich finde das Ja. eine Katastrophe und abgesehen davon auch der Gedanke, wie viele Leute da irgendwie was mitgemacht haben. Irgendjemand erzählt ihm auch, dass er irgendwas hatte, wo jemand reingepisst hatte. Ich weiß nicht, auf welche Ideen die Leute manchmal kommen. Ich Ist finde es ja einfach, ekelig. ja, ich finde es einfach ekelhaft im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde das auch mit den Wasserflaschen ist eine Seuche. Wenn du halt hier in Finnland und so weiter, wenn du hier Wasser trinkst, da bist du blessed. Das ist ein super qualitativ Wasser und so weiter. Aber sobald du in irgendwelchen Zonen bist auf dieser Welt und da braucht man nur nach Dubai zu gehen, sorry, aber ich trinke da nichts, was nicht vorher geschlossen war. Also versiegelt verschlossen war. Nee, das würde ich auch nicht tun. Weil Flitzkacke haben wir keinen Bock drauf. Nee, Montezumas Rache ist schneller da, als man denkt. Richtig, und dabei wusste ich gar nicht, dass Montezuma ein Philosoph war. So, Nicht wahr? jetzt haben wir das letzte Thema erreicht, Mario. Und zwar das letzte Thema ist etwas, wo ich anscheinend gestern zu enthusiastisch war. Ich weiß nicht warum. Hast du gestern gesehen? Das war übrigens Ja, keine. welches meinst du? Das war gestern in der Mall, in dem Food Court, wo ich es aufgenommen hatte. Da hatte ich nur drei Themen, weil gestern war so ein Slow Day mit Meldungen. Und zwar diese Sonnenblende. Ich erkläre es Ja. nochmal. Es ist die klassische Sonnenblende, die wir kennen, die du mit den Fingern hoch und runter machst. Aber diese hat jetzt einen Elektromotor. Zzt, zzt. So. Ist also quasi die perfekte Symbiose aus der Scheibe, die dunkel Ja. wird, und aus dem. So. Und nein, es ist keine so innovative Geschichte, dass es die noch nicht gab. Die gab es schon für den 380er zu bestellen, hat allerdings keiner gemacht. Nur so als Randbemerkung habe ich gestern bekommen. Danke nochmal für den Hinweis. Ist das jetzt revolutionär, dass Emirates das in die 777X und die 350er-Flotte einbauen will, oder ist das einfach nur für den Popo? Weder das eine noch das andere, würde ich sagen. Es ist halt ein nettes Gadget. Nimmt man gerne mit, hat man, wenn man Langeweile hat und es läuft nichts auf dem Entertainment-System, kann man halt immer auf den Knopf drücken, das Ding hoch und runter, hoch und runter machen, solange bis der Sitznachbar oder irgendjemand völlig abgenervt ist. Oder der Arzt kommt. Aber, oder der Arzt kommt. Ich halte es jetzt auch nicht für besonders innovativ, eine Sonnenblende, die elektrisch betrieben werden kann. Ist halt ganz nett. Also wie gesagt, am Thema Sonnenblende, ich muss ganz ehrlich sagen, fast nichts könnte mir mehr egaler sein, ja, wenn es das Wort gäbe, als ob ich die Sonnenblende manuell, elektrisch oder halt nur die Fenster verdunkle. Hauptsache, man hat eine und man hat die Möglichkeit, das Fenster zu verdunkeln, dass man entweder tagsüber am Tagflug anständig aufs Entertainment-System schauen kann oder ja, entsprechend, wenn es schon etwas später ist, aber vielleicht noch ein bisschen hell draußen, dass man in Ruhe oder zumindest in einer gewissen Dunkelheit seine Äuglein schließen kann. Und insofern
können die da meinetwegen einbauen, was immer sie wollen. Also da, das würde für mich nicht entscheidend sein, ob ich eine Flugreise mit einer bestimmten Fluggesellschaft buche oder nicht. Da sind mir andere Dinge wie Service, Essen, Getränke, Entertainment-Programm, Sitz, Flugzeiten und so weiter und so fort viel wichtiger. Das sind die wahren, weisen Worte zu einem Sonntag. Ich glaube, wenn man Minigolf spielt, kommt man zu vielen Weisheiten, die man Ja, sonst nicht bekommen würde. ist so. Ja, ist unfortunately the truth. Und ja, an dieser Stelle würde ich dann einfach mal sagen, wir danken euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Wir bereiten uns mental in 2 Wochen darauf vor, in Rovaniemi bei minus 10 plus x Grad für euch eine Sendung zu machen. Mario und ich, wir werden live vor der Kamera sein. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen. I'm Vielleicht gespannt. finden wir noch ein erfrorenes Rentier, was für uns das macht. Schauen wir mal. Ja, sowas zum Beispiel. Und dann werden wir für euch die Sendung machen. Vielleicht auch schon Samstag, weil Mario ist auch Samstag schon da. Schauen wir mal, ja. Wird spannend. Ihr denkt dran, den Kanal zu Auf abonnieren, den jeden Glocke Fall. anzumachen, ein Like da zu lassen, zu kommentieren, zum Stammtisch zu kommen. Mario überlegt sich hardcore, ob er am 18. auch nach Frankfurt kommt. Und kommentiert schön brav. Und dann sagen wir Winke, Winke, oder? Sagen wir Winke, Winke. Herr Hofmeister sagt Winke, Winke. Ich Schönen sage Winke. Sonntag. So, Restsonntag. Also wir haben es ja aufgezeichnet, aber ihr seht es ja dann quasi semi-live. Also bis dann, für euch der Abspann. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Thank you.